Hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier beim Peugeot Gruppe 1 Geldglitch in Gran Turismo 7. Ich zeige euch, wie ihr mit diesem Fahrzeug richtig viel Geld verdienen könnt. Und das geht super einfach dank eines Geldglitch. Und zwar bekommt ihr hier immer den Fehlerfrei-Bonus. Fehlerfrei-Bonus bedeutet 50% mehr Preisgeld. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Ihr seid hier bei diesem Rennen immer auf der sicheren Seite, habt zu 100% den Fehlerfrei-Bonus, weil egal, was ihr hier für einen Fehler macht, ein hinten drauf fahren, gegen eine Leitplanke, Zeitstrafe, aus Versehen auf dem Rasen oder auf den Sand fahren, egal was auch passiert, ihr behaltet den Fehlerfrei-Bonus von plus 50%. Und das lohnt sich auf jeden Fall, weil bei Gran Turismo 7 gibt es ja viele, viele Fahrzeuge, die richtig teuer sind. Manchmal gibt es sogar Fahrzeuge, da kostet ein Fahrzeug 20 Millionen. Und um das zu verdienen, braucht man natürlich ein Rennen, wo man schön viel verdienen kann. Die anderen normalen Rennen, also die meisten zumindest, da verdient man deutlich weniger. Das Rennen lohnt sich auf jeden Fall. Ich empfehle euch am Anfang auf Kraftstoffmischung Nummer 1 zu starten. Nummer 1 bedeutet volle Leistung, voller Verbrauch. Die erste Runde komplett auf Kraftstoffmischung Nummer 1. Und dann würde ich empfehlen, ab der zweiten Runde umstellen von Kraftstoffmischung Nummer 1 auf Kraftstoffmischung Nummer 6. Und dann, wenn ihr die zweite Runde gefahren seid auf Kraftstoffmischung Nummer 6, dann empfehle ich euch wieder umzustellen von Kraftstoffmischung Nummer 6 auf Kraftstoffmischung Nummer 1. Jetzt startet die dritte Runde und jetzt wippe ich mal vor zur siebten Runde. Da kann ich erkennen, 0,7 Runden sind noch da. Dann empfehle ich, in der siebten Runde wieder umzustellen von Kraftstoffmischung Nummer 1 auf Kraftstoffmischung Nummer 6, weil dann reicht der Tank genau für 8 Runden und ihr könnt dann ran an der Box nach 8 Runden. Ich fahre hier mit den Rennen harten Reifen, auf jeden Fall die Reifen wechseln und das Fahrzeug natürlich komplett voll tanken. Und da kommt auch schon der Peugeot angefahren. Jetzt werden die Räder gewechselt. Es geht alles hier immer blitzschnell beim Boxenstopp. Da sind schon die neuen Räder drauf. Und das Tanken beginnt gleich danach sofort und ist auch ruckzuck vollgetankt. Und man kann dann gleich weiterfahren. Und es geht weiter im Rennen. Auf Kraftstoffmischung Nummer 6 fahren wir jetzt weiter. Neunte Runde beginnt, jetzt Ende der neunten Runde, gleich beginnt die zehnte Runde und dann empfehle ich euch von Kraftstoffmischung Nummer 6 umzustellen auf Kraftstoffmischung Nummer 1. Könnt ihr auch ein bisschen früher schon umstellen, aber auf jeden Fall reicht jetzt der Tank. Ihr könnt komplett durchfahren bis zum Ende auf Kraftstoffmischung Nummer 1. Ja, dann switche ich mal vor zur letzten Runde, zur 15. Runde. Jetzt müssen wir hier nur noch durch die Ziellinie hindurchfahren und haben das Rennen hier auch schon abgeschlossen. Erster Platz, wunderbar. Das ist natürlich das Ziel vom Rennen. Beim ersten Platz gibt es ja natürlich das meiste Preisgeld. Pi mal Daumen, 25 Minuten geht so ein Rennen und man gewinnt sage und schreibe 727.500. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist richtig viel Geld innerhalb kürzester Zeit hier in Gran Turismo 7. Dank dieses Geldglitch. Und ihr habt dieses Preisgeld auf jeden Fall immer sicher. Und wenn ich jetzt mal weiterklicke, dann steht auch da Bonus fehlerfreies Rennen. Geld wird in Konto gut geschrieben, hat wunderbar funktioniert. Weltstrecke Europa, hier ist Sadeckner Strecke, dort findet ihr das Rennen.
Volt Touring Car 800, 485.000, aber wir gewinnen ja deutlich mehr, die 727.500 jedes Mal. Und wie ihr 800 LP bekommt mit dem Fahrzeug, zeige ich euch auf jeden Fall jetzt. Um genau 800 LP mit diesem Fahrzeug zu erreichen, könnt ihr hier diese Fahrzeugeinstellung so übernehmen. Das komplette Setup zeige ich euch hier. Ja, von dem Peugeot alles komplett. Ja, das war auf jeden Fall das Setup. Falls ihr Interesse habt an mehr solchen Videos rund um Gran Turismo 7, wo man richtig viel Geld verdienen kann, dann schaut doch mal in meinen Playlisten vorbei unter GT7 Glitch und Cheat oder GT7 Geldtricks. Des Weiteren interessante Videos auf meinem YouTube-Kanal, Update-Informationen, immer ganz wichtig, wenn neues Update rauskommt, seid ihr hier auf meinem YouTube-Kanal, immer up to date, immer auf den neuesten Stand, egal jetzt ob neue Events, neue Strecken, neue Autos, hier auf meinem YouTube-Kanal erfahrt ihr es immer sofort und verpasst nichts mehr rund um Gran Turismo 7. Also ein Abo lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr ein Abo da lässt, würde ich mich auch sehr freuen. Dann aktiviert doch gleichzeitig die Glocke. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich hier ein neues Video hochlade. Autos kaufen zeige ich auf meinem YouTube-Kanal. Die komplette Kaffeekarriere, alles komplett hier zu finden. Lizenzen, Missionen, Streckenerfahrung, alles komplett auf Gold. Also wenn ihr da irgendwo Hilfe braucht und nicht weiterkommt, könnt ihr euch gerne die Videos dazu hier anschauen. Events, Meisterschaften, auch alles komplett. Arcade-Rennen, Driftrennen, Zeitrennen, Benutzerrennen, Langzeitrennen, Rennenwiederholungen, Musikrennenwiederholungen. Die Musikrallye, auch alles komplett auf Gold. Also wenn ihr da irgendwie Hilfe braucht, könnt ihr euch auch gerne die Videos dazu anschauen. Livestream-Rennen, Autopräsentationen, da präsentiere ich die ganzen Fahrzeuge, die man hier in Gran Turismo 7 kaufen kann. Und schöne Landschaftsfilme von den Autos zeige ich hier auch noch auf meinem YouTube-Kanal, liebe Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst hier doch gerne einen Daumen nach oben, liebe Leute. Und über ein Abonnement würde ich mich auch sehr freuen. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch natürlich wie immer weiterhin viel Spaß bei Gran Turismo 7. Bis dahin, Leute, macht's gut, ciao und gute Fahrt!